Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. So, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen zocken. Einfach damit unsere Heiterkeit mal nach oben geht. Wir haben noch offene Employees angeblich. Für die Reinigung. Aber Reinigung, glaube ich, brauchen wir gar nicht, ne? Bismen Supermarkt Süd. Zeitplan. Nur Reinigung brauchen wir nicht. Reinigung ist immer gut bedeutet. Ich tut mir leid, aber wir haben leider schon hier Leute gefunden. So, okay. Bedeutet Regen. Warum macht die eigentlich so? 95. Ich muss gleich die Preise so extrem runterdrehen, ne? Wenn ich das zum Regen verschiebe. Vergleich, okay, in Euro teilweise. Okay, hier sind doch 3 Euro. Macht sich auf die Masse schon dann bemerkbar, ne? Kontakt, habe ich da irgendwas? Irgendwas Neues, was nicht bekannt ist, ne? Dann würde ich sagen, machen wir es heute ganz simpel. Stopp! Gleich hier geblieben. Wir helfen noch unten kurz im Shop mit heute, ein bisschen. Bonjour, mon ami. And welcome to Maryhill. We at TLM Enterprise always welcome new businesses. Just remember, don't get too ambitious. And we will stay good friends. Au revoir. A bientôt. Okay. Wo ist eigentlich meine Reinigungskraft? Ich habe eine Reinigungskraft eingestellt. Wo ist die Reinigungskraft? Bin ich die? Das ist ein bisschen unter drin. Ich mag nicht schon wieder Ärger kriegen. Ich kann rein theoretisch im Bismen noch mal schauen. Ob ich im Reschen Fresh Süd Inventar. Kann ich die vielleicht auf 6,50 den für die 9,50 für die frischen Lebensmittel? Ich muss herausfinden, wie hoch ich es drehen kann. Bevor sie mir anfangen zu meckern. Wir kommen auf jeden Fall mit der Masse einigermaßen mit gerade. Okay, es kaufen immer noch Leute genug davon. Finde ich super. Dann setzen wir den Preis mal auf 10,20 oder 10 einfach glatt. Schauen wir mal, wenn der nächsten, ich glaube, wenn die nächsten dann hinkommen. Ah, Herr jetzt kommen die ersten auf, die sich beschweren. Dann gehen wir hier auf Inventar und Preise und setzen sich mal 20 Cent drunter. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Weil es können ja noch sozusagen. Man. Das ist halt wieder so gefrimmelt, ne? Einfach. Wir setzen uns mal auf hoppala, 50, 59. Damit wäre ich jetzt schon zufrieden. Dauert es noch kurz? Immer noch? Ernsthaft? Nee. Schaut gut aus. Jetzt jammert keiner mehr. 10 Cent drauf. Das müssen wir halt jetzt für alle 4 Sachen durchmachen. Jetzt hätte ich dann neben dem Arbeitsplatz an der Kasse ganz praktisch. Weil du dann ein bisschen kurz beschleunigen kannst und wieder was einstellen, wieder beschleunigen, einstellen. Das dauert jetzt natürlich seine Zeit immer wieder. So 69 wäre gut zum Beispiel schon. 79 schaut auch gut aus.
Wir müssen ja nur auf die Kunden hören. Lass uns mal da. Geh mal an die Tiefkühlkost. Obwohl, an Eis gehen sie sehr viel. Ja. Achso, das da vorne ist ja alles Eiscreme. Ha, das ist ja alles Tiefkühlkost. Vergessen. Oder die Getränkedosen. Tun wir uns mal an den Getränkedosen machen, weil ich glaube, da verkaufen wir sehr, sehr viele. Was sagt er zu 4,50? Das ist schon wieder, das ist so typisch Corporate. Ab wann fangen sie an zu meckern und wo sind sie noch still und laufen durch und sagen, oh, oh, oh. Beschweren sie vielleicht danach noch, aber nicht im Laden, dass es so teuer ist. Schaut gerade ganz gut aus. Mal gucken, mal den Zeitplan noch reinschauen. Wann ist die Kasse wieder nicht besetzt? Wir haben jetzt 16 Uhr. Aber die Kasse müsste eigentlich leer sein. Wir setzen 70 rauf. Ja, scheint die Kasse ist leer. Nutzen wir gleich. Dann kann ich das machen. Dann kann ich wieder hier hingehen. Kann in meinem Bismen im Süd. Zack. 80 Cent. Vorspulen. Jetzt halt. Da haben wir es. 10 Cent wieder runter und dann ist das klar. Gut. Getränkedosen. Ah, da sieht man, wie viel man zu wie viel verkauft hat. Da siehst du halt schon den Preis. 180 verkauft, okay. Jetzt halt machen wir mal Eiscreme. Wir setzen die Eiscreme auf 6,20 mal. 1 Euro. Oder ein bisschen teurer. Jetzt muss das wieder abkühlen. Die hören sich auf zu beschweren nach einer Zeit. Bismen. Eiscreme nach oben auf 6,40. Ah, schau, da sind sie jetzt schon wieder unzufrieden. Okay. Eiscreme 1 runter. Dann tun wir gleichzeitig immer Tiefkühlkost 2 hoch. Tiefkühlkost schaut zum Beispiel auch noch sehr gut aus. Geht das oder geht ihr mir dann auf den Sack? Oh, schau her, vielleicht können wir es sogar auf glatte 7 erhöhen. Das wäre natürlich super. Da wäre ich Fan von. Die fressen mir das ja immer noch vom Kopf. Der geht immer noch ernsthaft. Scher, 7,10 war grenzwertig. Gut, dann haben wir jetzt unser Preis ausloten können. Wir helfen jetzt noch ein bisschen, den Laden laufen zu lassen. So, ich werde mich jetzt aber hier vertischen. Mal noch ein Taxi schauen. Irgendeinen Fahrbahnuntersatz ist er doch. Dann schauen wir, wie viel wir morgen damit Umsatz machen. Darauf bin ich am meisten gespannt. Einmal schlafen. Bis morgen früh um 8. Und? Oh, 33.000. Erstmal Umsatz vervielfachen. So wollen wir das doch. Gut, wenn wir jetzt hier reinschauen. Acreview. Sehen wir erstmal, dass wir hier ein bisschen mehr Geld machen. Oh, ein bisschen was ist ja schon geworden, ne? Gesamtentwicklung 0,257, okay. Okay, was ist denn 1%? 1% wären 500 in dem Fall.
Ist auch nicht viel. Jetzt würde ich mich auch interessieren, Bisman. Wie viel hat er gemacht, der Rechen Fresh Süd? Nur 3000. Okay. Ja, mein. Verstehe ich jetzt gar nicht. Oh, ich habe meine Maus gerade umgestellt. Shit, warte mal. Wie hat er das wieder gemacht? Jetzt hat gut. Wir haben 1170 Kunden bedient. Der bedient 472. Maximal 23. Wie macht Resch und Frisch Süd? Okay, vielleicht, das könnte natürlich auch eine Rolle spielen, ne? Hier war fast nichts gestern. Das könnte eine Runde spielen, wenn da so wenig los ist. Hier ging es voll ab. Man könnte auch mal vielleicht den Marketing-Index erhöhen. Wie stark du den potenziellen Kunden bewirbst. Dies kann durch die Durchführung von Marketingkampagnen passieren. Aber ich habe 75. Das habe ich sogar erreicht. Gut, passt doch alles eigentlich. 140.000 haben wir wieder auf dem Konto, das ist eine schöne Zahl. Bin gerade überlegen. Genau, wir müssen nochmal wegen Mitarbeiter gucken. Hier, weil wir haben ja Inventarzeitplan. Wie viele Vollzeitler? Wir brauchen noch drei Vollzeitler. Lass uns nochmal sechs anfragen. Ich könnte auch einfach hier rein. Zack. Ich bräuchte bitte reine Vollzeit. Shit. Nehmen wir halt jetzt keine Frühschicht raus, dann sollten wir. Gut, dann such uns bitte. Hier sowas. Vollzeit. Ich kann nicht sagen, wie viel ich will. Das passt schon. Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen einfach einmal kurz zocken und dann nochmal schlafen und dann sollten wir die neuen Mitarbeiter kriegen und dann sollten wir vielleicht sogar die Auslastung erhöhen können. Erhöhen mindestens 800 Kunden pro Tag für ein Unternehmen. So, wir schlafen mal bis 8 Uhr durch. Bin gespannt, ob sich was, ob dann sozusagen jetzt auch der Umsatz noch sich erhöht oder nicht. Alexander Pina. Hat sich nicht wirklich viel verändert. Ich habe eine Nachricht von Alexander Pina. Spaß gemacht, hier zu arbeiten. Als Zukunft habe ich von einer Goldkrankenversicherung. Alter, die mit ihrer blöden Goldkrankenversicherung. So, tun wir eine Hauptfähigkeit sortieren. Irgendwelche speziellen Voll Teilzeit. Oh, ich hab. Oh. Tut mir leid, wir haben die falschen. Ich muss nochmal zum Headhunter, wir haben uns missverstanden. Entschuldigung, du, ich wollte nicht, dass du die rausschmeißt. Ich wollte, dass du Teilzeit rausschmeißt. Oh Gott. Dann tu nochmal rekrutieren, bitte. Es tut mir echt leid. Und ich muss mal bei meiner Personalleiterin. Irgendwo? Krankenversicherung für diese Leute. Kontaktieren Sie das Krankenhaus, um einen Plan für dieses Personalmanager zu erstellen. What? Also, wait, what? Taxi, 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 stopp, stopp, stopp! Ich muss zum Krankenhaus dafür? Wo war denn das Krankenhaus? Ich war da schon mal, aber ich habe keinen Plan mehr, wo es ist. Welches blöde Gebäude war denn das Krankenhaus? Kennt ihr das ja aus wie ein Krankenhaus? So, dann müsste ich das doch jetzt gleich viel schneller finden können. Einfach ein Kreuz. Da.
So, wie kontaktiere ich jetzt hier jemanden? Ah. Personalleiter. Gold. Okay, jetzt haben wir wenigstens schon mal Silber. Ich brauche eh eine weitere Personalleiterin. Das ist. Wir brauchen ein größeres Büro. Das nimmt jetzt schon überhand. Ich muss wieder zurück, Leute. Das ist ein Gift Shop. Hier ist ein Green Salad. Gibt's hier? Eine U-Bahn-Station. Zwei Blöcke weiter? Ernsthaft? Nee, die Straße runter gibt's auch eine. Aber da sind Taxis, schauen. Hätte mich schon gewundert, wenn es hier keine Taxis gäbe. So, dann mache ich schnell hier hin. Nur noch günstigen Schmuck, das sollte wir 2 Tage halten dann. Ich habe gesagt, nimm dir da von was. Du sollst den nehmen, Mensch. Da gibt's Martini. Oh, ein schöner Martini wird auch was. Preiswerter Schmuck, genau. Ist aber auch wieder teuer geworden. So, dann brauche ich jetzt nur ein Taxi. Stopp, Taxi! Dankeschön. Ich bin voll verrückt. Ich fahre nur noch mit dem Taxi. Immer noch, ihr habt nichts im Lager verloren. Problem gelöst. So. Dann würde ich jetzt sagen, wir schlafen wieder in der Nacht, dann sollten wir morgen wieder gute Angebote gekommen haben und können uns mit denen hoffentlich einen Reim machen. Ach, schlafen wir jetzt halt doch mal. Wir schlafen eh so viel in dem Game. Holy shit. Was wollen sie jetzt schon wieder? Angestellte Goldkrank von Bronze. Okay, Gold haben wir noch nicht, aber Bronze haben wir schon mal. Employees. Es sind bis jetzt nur 2 Kandidaten offen. Ich brauche so dringend neues Headquarter. Weil die will jetzt schon wieder eine Silberkrankenversicherung. Oh. Habe ich zwar, aber ich habe keinen Platz mehr bei meiner Mitarbeiterin. Das ist alles nicht so einfach. Weil das ist Raxo muss kommen und das ist unser Hauptsitz. Die Lieferpläne verwalten. Hatten wir von 53 Millionen. Schön. Schauen wir doch einfach mal bei den Rivalen ran. Wie schaut es eigentlich aktuell aus? Wir sind immer noch letzter Platz, aber nur noch knapp, weil wir aktuell abheben mit unserem Laden. Wie blöd. Die bleiben relativ gleich. Die haben sich aufgebaut und machen nicht viel. 3,3 Millionen wert. Die sind auch relativ der. Die ist stagnierend. Die Shitty Maloney. Die ist aber auch stagnierend. Die sind alle stagnierend. Während unsere Läden abheben. Also ich denke mal, morgen haben wir die 2 überholt. Würde ich jetzt mal so rein sagen. Was natürlich mega cool ist. Habe ich gesagt 2 Kandidaten oder waren es schon mehr? Jetzt zweifle ich gerade an meiner eigenen Aussage. 8 Bewerber. Ja, okay, das sind die, die noch aktuell offen sind. Das heißt, wir schlafen jetzt einfach nochmal. Morgen sehen wir nochmal unsere Preise skyrocketing. Und dann überlegen wir uns nochmal, was wir machen. Aber Leute, ich würde sagen,
Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Holy shit, das ist viel Geld. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.